Mein Name ist Katrin Meyer. Ich bin eine geborene Konrad, so wie die Firma auch heißt, weil ich bin die Tochter vom Chef. Meine Eltern haben also damit schon immer angefangen, dass also wir mit hoher Qualität arbeiten. Ich versuche das auch aufrechtzuerhalten mit regelmäßigen Schulungen von meinen Männern, von meinen Gesellen, von meinen Meistern und auch bei der Produktauswahl. Also ich schaue also schon, dass wir da so Markenqualität quasi verarbeiten. Und wir haben ja Gott sei Dank mit Rotto einen guten Partner gefunden. Aus der Sicht von Rodo ist eine gute Zusammenarbeit natürlich immer Partnerschaft auf Augenhöhe. Das ist uns also ganz wichtig in dem Zusammenhang. Das bedeutet, dass der Kunde sich auf uns verlassen kann, aber wir uns genauso auf den Kunden. Wir verbauen generell also unheimlich viele Rotto-Fenster, weil die sehr schnell zum Verbauen gehen. Und macht auch keinen Dreck und gar nichts. Also ist eine super Sache, also war unheimlich kundenfreundlich. Einfach weil bei Rotto der Vorteil ist, dass sehr viel vormontiert ist. Man muss nichts schrauben, das ist alles gesteckt und geklipst und das kommt alles in einem Paket. Ich packe das aus und ich habe alles gleich griffbereit. Ich muss nicht erst alles zusammensuchen, was wohin gehört und zu welchem Fall. Wirklich super, super, super. Zum Beispiel die vormontierten Winkel. Ich muss nicht erst gucken, wo kommt der Winkel hin, wie rum kommt der Winkel hin, welcher oben, welcher unten und so weiter und so fort. Der Wärmedämmblock selber ist auch vormontiert, also ich muss da auch nichts stecken oder erst irgendwie zusammenbauen und überlegen, was ist jetzt oben und unten. Also es kostet ja alles Zeit und Zeit ist Geld heutzutage. Bei den Rotto-Fenster ist immer noch ein Folienrahmen innen am Fenster dran. Können meine Schreiner dann auch die Dampfbremsfolie innen her super ankleben. Ich habe nicht das Gefummel so in die Ecken. Dann habe ich also den MDA, habe ich dann immer noch, den Montagedämm- und Anschlussrahmen. Der ist wirklich was ein Geld wert. Wir haben also das letztes Jahr das erste Mal ausprobiert. Echt schnell gegangen, also und seitdem machen wir das eigentlich nur noch. Ein weiterer Punkt, warum ich auch noch Rotto-Fenster verkaufe, ist also die Energieeffizienz von den Fenstern aufgrund der Energieeinsparverordnung, den ganzen KfW-Anforderungen, alles was so vorliegt, was die Leute ja gerne auch in Anspruch nehmen, wenn da irgendwelche Darlehen oder zinsgünstige Kredite gibt, da greife ich eigentlich dann immer auf ein Rotto-Fenster zu. Und was von den Kunden selber auch sehr gelobt wird, ist also der Bedienkomfort vor die Fenster, gerade wenn sie also geputzt werden sollen, weil ich also den Griff umdrehen kann und dann schwinge ich das Fenster einfach ganz rum und es rastet dann auch ein. Das Schöne bei den Rotto-Produkten ist eben, dass der Einbau also wie gesagt nicht nur schnell geht und zügig und sauber, sondern einfach auch, dass sich unheimlich wenig Fehler einschleichen können und das ist natürlich ein Riesenvorteil. Und wenn der Einbau immer so schnell geht, das freut also nicht bloß unsere Kunden, sondern das freut auch mich, weil an solchen Tagen komme ich dann einmal ein wenig eher aus der Zimmerei heim und kann dann mit meinen Kindern noch irgendwas unternehmen.